Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. So setzen Sie unsere Signale direkt um. Wir möchten gerne Ihnen an einem Short-Beispiel darstellen, wie einfach es ist, unsere Signale umzusetzen. Wir haben ja in den vorangegangenen Videos schon einen Bildschirm aufgebaut, der uns alle Möglichkeiten bietet, so schnell wie möglich am Markt zu agieren. Und in dem Fall stellen Sie sich bitte vor, Sie bekommen folgende Meldung. Australdollar, US-Dollar, short at the market bei 0,9273. Aktuell 0,9273, Stop-Loss 0,9298. Was ist jetzt zu tun von Ihrer Seite aus? Sie haben diese Meldung bekommen per SMS, vielleicht per Messenger. Oder auch per E-Mail, auf jeden Fall haben Sie Notiz davon und wollen jetzt aktiv im Markt werden. Sie öffnen Ihren Bildschirm, gehen als erstes auf Ihren Reiter Australdollar, US-Dollar, den Sie ja schon im Vorfeld eingerichtet haben, haben das richtige Handelsfeld vor sich, können das bei Bedarf sogar ein bisschen in die Mitte rutschen und wir gehen jetzt erst einmal von oben nach unten gehen wir durch die Ordermaske durch, als Checkliste für Sie selber. Stimmt die Handelssumme? Das ist die erste Frage, die Sie sich stellen sollten. 1 Million, das stimmt. Und wir wollen bei 0,9273 wollen wir auf die Short-Seite gehen. Daher müssen wir zuerst, falls Sie das Two-Click-System aktiviert haben, müssen wir erst die Handelsfenster aktivieren, indem wir auf das blaue Aktivieren klicken. Jetzt haben wir 5 Sekunden Zeit und können unseren Klick absolvieren. Leider habe ich jetzt eine etwas schlechtere Ausführung bekommen, aber nur marginal. Anschließend bekommen Sie eine Ausführung oder eine Handelsbestätigung und bitte überprüfen Sie diese Zeile ganz genau. Die Valuta spielt jetzt keine Rolle, weil die ist stets 2 Tage im Devisengeschäft. Ähnlich wie bei Aktiengeschäften, ob sie Long oder Short Center, ist es 1 bis 2 Tage. Aber in dem Fall stimmen die Angaben überein, dass sie 1 Million Australdollar, US-Dollar verkauft haben zu dem Preis von 0,9272 und dann 8 als 5. Kommastelle. Ich würde Sie bitten, beim Real Money Account, also beim Echtgeldkonto, dass Sie sich einen Ordner anlegen, diese Meldung ausdrucken und dann anschließend erst schließen. Schließen müssen Sie diese Meldung auf jeden Fall, weil Sie ansonsten nicht weiterarbeiten können. Die Saxo Bank zwingt Sie quasi, dass Sie diese Meldung aktiv schließen, weil wenn Sie sie aktiv schließen, dann haben Sie sie gesehen und somit gibt es keine Diskussionsgrundlage, dass Sie diesen Trade unter Umständen nicht eingegangen sind. Sie gehen dann anschließend auf Schließen und jetzt ist der Handel vollzogen. Was gilt es jetzt zu tun? Jetzt überprüfen wir die ganze Sache noch einmal oder unseren Trade nochmal und wir holen unser Fenster Positionen Eröffnung herein. Hier steht Australdollar offen. Wir sind short 1 Million bei 0,9272,8. Das ist auch korrekt. Und jetzt haben wir hier 2 Symbole. Einmal gibt es die Spalte Stop, einmal gibt es die Spalte Limit. Gehen Sie bitte in dem Fall jetzt als erstes auf Stop und es öffnet sich ein neues Fenster, weil wir sichern unsere Position als erstes mit einem Stop-Loss-Limit ab, sodass uns nichts mehr passieren kann. Automatisch steht schon die richtige Summe bei Betrag in dem Stop-Loss-Fenster und wir können mit einem einfachen Mausklick bei Preis können wir also quasi unser Limit eingeben. Wir haben ja eine Short-Position bei 0,9272,8, also bei knapp 0,9273 und deswegen 25 Pips. Soweit ist unsere Stop-Loss-Grenze. Dann setzen wir den Stop-Loss bei 0,9273.
92, 98. Anschließend gehen Sie nur noch auf Order platzieren. Bei dem Two-Click-System werden Sie natürlich nochmal gefragt, ist dieses Limit, was Sie eingeben wollen, ist das korrekt oder ist das nicht korrekt? Sie haben nochmal die Chance der Überprüfung. Ansonsten gehen Sie auf Cancel, falls Sie sich vertippt haben sollen. Und falls es in Ordnung ist, gehen Sie einfach auf OK. Anschließend bekommen Sie wieder eine Bestätigung, die Sie natürlich wieder überprüfen. Und gegebenenfalls beim Real Money Account würde ich Sie bitten, wieder drucken, lochen, abheften. Und Sie können anschließen oder müssen sogar dieses Fenster schließen. Was ist jetzt passiert? Zum einen, das rote Symbol ist verschwunden und es steht jetzt Ihr aktuelles Limit drinnen, das Sie als Stop-Loss-Limit gesetzt haben. Und das andere, was passiert ist, es wurde im Chart ein rotes Symbol eingezeichnet mit einer Linie, sodass Sie auch optisch erkennen können, wo Ihr Stop-Loss im Chart platziert worden ist. Und ab jetzt können Sie oder warten Sie bitte auf unsere nächsten Meldungen. In dem Fall wird es wahrscheinlich nicht sehr lange dauern. Und in den nächsten Videos werden wir die nächsten Fallbeispiele beschreiben. Bis dahin.